Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für meine lieben Skorpionherzen, alle mit dem Sternzeichen Skorpion, Aszendent Skorpion, Mondzeichen Skorpion oder Venus Skorpion. Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Ja, was möchte dir jetzt ganz dringend dein spirituelles Reich mitteilen? Diese Legung ist eine zeitlose, kollektive Legung und gilt jetzt für die nächsten 30 Tage ab dem Zeitpunkt, wo du dir dieses Video anschaust. Ja, mein liebes Skorpionherzen, wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, unten in der Infobox findest du meine Webseite. Darüber kannst du mit mir in Kontakt treten oder mich auch direkt buchen. Das Jahresorakel für 2024 wird es im Shop noch bis zum Ende Februar, bis zum 28. oder haben wir dieses Jahr ein Schaltjahr, bis zum 29. Februar auf jeden Fall 2024 erhältlich sein oder buchbar sein. Momentan, wenn du es noch im Januar siehst, ist der Shop gerade geschlossen. Aber ab Februar ist der Shop wieder offen. Genau, und ich freue mich dann, dich zu sehen. Wenn du Interesse hast, bei der nächsten Runde, die im Frühling startet, manifestiere dich neu in einem Online-Kursprogramm teilzunehmen. Schau mal unten in der Infobox, da ist ein Link, da kannst du dich auch schon voranmelden für die nächste Runde. Und ja, ich freue mich und wir fangen jetzt an für meine lieben Skorpionherzen. Sechs der Schwerter und die Herrscherin. Ulala, da sehe ich, kommt was auf dich zu. Und zwar, ja, mit den Sechs der Schwertern ist, du blickst endlich mal nach vorne und nicht immer nur nach zurück oder nach hinten. Du bewegst dich jetzt hier vorwärts. Ja, und ich sehe, hier kommst du in deine Zeit, in die Herrscherin ist für mich immer so, okay. Sie weiß, was sie will, sie weiß, wie sie es bekommt und auch die Herrscherin ist immer für mich so in Balance. Ja? Eine Person, die hier nach sich selber schaut, eine Person, die nach ihrem Wohlbefinden schaut, nach ihrem Wohlergehen und auch genau weiß, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ich werde die Karten aber noch genau erklären, weil die Herrscherin, habe ich auch das Gefühl, ihr tritt jetzt auf in eure Fülle, ja, eure innere Fülle, die ihr hier wahrnimmt. Ach, der Kelche, ja. Ihr befreit euch hier von alten Emotionen, die euch hier runtergezogen haben. Ja, siehst du, wie du hier wieder hochziehst. Die Acht der Kelche ist auch für mich so eine Energie von, es wird Zeit. Es wird Zeit, sich von alten Emotionen zu befreien. Ja, Acht der Kelche ist immer, wenn man an etwas Emotionen, also gefühlsvoll, emotionvoll festhält, alte Dinge nicht gehen lassen kann. Hier insbesondere mit den Sechs der Schwertern, das macht Klick im Kopf. Ich weiß, ja, ich weiß, das tut mir nicht gut. Und dann auch hier von deinem Körper sehe ich, löst es sich. Ja, du weißt es nicht nur, sondern du befreist dich auch davon, ist das, was ich sehe. Genau, ich sehe auf jeden Fall hier ein spirituelles Wachstum mit diesen drei Karten schon mal. Ja, weil drei steht auch definitiv für Wachstum, Weiterentwicklung, Upgrade bei meinen lieben Skorpionherzen. Oh mein Gott. Und das wird richtig intensiv die nächsten 30 Tage bei euch, weil ihr werdet das dann auch spüren. Diese Leichtigkeit, ja, die Schwere, die, von der ich euch befreit. Sieben der Schwerter, guck mal. Da kommt die Illusion, die jetzt hier klar werden, auch mit sieben der Schwerter. Wen kann ich trauen, wen kann ich nicht trauen? Wobei, ja, meine lieben Skorpionherzen, ihr habt eh eine super Intuition. Ihr gehört auch zu Fische, Skorpion, finde ich immer, haben sehr, sehr starke Intuition. Natürlich auch meine lieben Krebsherzen. Aber ich finde einfach bei Skorpion und Fische das nochmal sehr intensiver. Und auch mit den sieben der Schwerter, wenn etwas nicht funktioniert für dich, heißt das, dass es das nicht für dich ist. Ja, heißt vielleicht, dass es mit dieser Person nicht für dich ist. Aber du hältst an einer Sache emotional fest, die dich nicht voranbringt, die eigentlich dich jetzt so festhält, stecken, wie als ob du stecken geblieben bist. Ja? Ich habe das Gefühl, dein spirituelles Reich bereitet dich etwas für etwas Großes vor. Du siehst es nur noch nicht kommen. Das ist so ein bisschen, was ich spüre und deswegen sehe ich hier auch diese, ja, diese Enttäuschung auch, dass du jetzt hier klarer siehst, was ist denn gut für mich, ja?
sind die Pläne hier wirklich das, was ich will? Oder ist es, weil ich hier emotional daran festgehalten habe, weil ich es mir gewünscht habe, gehofft habe, aus der Vergangenheit, aufgrund dieser Emotionen hier nicht loslassen konnte. Page der Stäbe, wow. Ja, das ist so, was ich sehe. Du darfst hier mehr auch in dich selber vertrauen. Und der Page der Stäbe ist, du darfst auch dich an etwas Neues ranwagen, auch wenn du erstmal wie ein Page auftrittst. Ja, der Page ist immer so der Lehrling, kann ich das so sagen. Aber ich sehe, es wird wie ein Abenteuer. Lass dich auf dieses Abenteuer ein, was dein spirituelles Reich dich jetzt hinführt. Ich habe das Gefühl, du siehst es überhaupt nicht kommen. Wir haben hier auch den Ritter der Schwerter. Yeah. Spreche hier deine innere Wahrheit. Und auch sehe ich, kommt hier eine Schnelligkeit, also schnelle Entscheidung, klare Entscheidungen und auch achte auf deine Ausdrucksweise, wenn der Ritter der Schwerter kommt, ja? Der Ritter der Schwerter trifft eine Entscheidung und führt das umgehend um, ja? Also er trifft die Entscheidung und zack, folgt die Handlung. Also das ist der Schnellste hier auf seinem Pferd, der Ritter der Schwerter, ja? Aber schaue hier, deswegen ist auch die 7 der Schwerter hier vorher, schaue hier, welcher Plan oder an was du hier festhältst, ist aber eigentlich gar nicht für dich. Und das ist auch, was hier reinkommt. Da kommt die Klarheit, die Erkenntnis und du traust dich an etwas Neues ran. Auch sehe ich, dass du hier eine Lösung findest, eine krasse Lösung, wo du vielleicht gedacht hast, boah, warum hänge ich hier fest? Ich sehe, dass du dich hier löst. Also es kommt hier eine Lösung rein. 8 der Stäbe, ja, viele Bewegungen. Die nächsten 30 Tage, vieles wird sich in deinem Leben ändern. Also es kommt viel, viel, viel Bewegung in deinem Leben rein. Wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich stecke fest, ich hänge fest schon seit Längerem, es kommt jetzt endlich diese Bewegung. Dinge, die zur selben Zeit passieren, also zack, 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 und du irgendwie auch fast gar nicht hinterherkommst, ist das so ein bisschen, was ich hier spüre. Diese ganzen Verspätungen oder dieses, dass du nicht vorankommst und du versuchst, aber kommst nicht voran, das darf jetzt enden. Ja, also viele Dinge, die auf einmal passieren mit den 8 der Stäben. Das ist so mal die Energie, die ich hier spüre. Aber aufgrund dessen, weil du diesen Wachstumsschub hast, mein lieber Skorpion, deswegen treten diese Dinge dann, also das ist dann, du entfernst die Blockaden, du löst die Blockaden und es sind hier definitiv eine große Emotion oder mehrere Emotionen, das sind 8 der Kelche, die dich hier einfach feststecken lassen haben in einer Situation, in deiner jetzigen Situation besser gesagt und du befreist dich davon und dadurch tritt das alles hier in Aktion, tritt das hier alles in Kraft, dieser Wachstumsschub und dieser Booster und viele Dinge werden auf einmal passieren. Ich sehe viel, viel, viel Kommunikation in den nächsten 30 Tagen, wichtige Kommunikation, die hier auf dich zukommt. Ja, was hat der Ritter der Schwerter, wenn ich schon beim Thema Kommunikation bin? Und das ist hier nochmal mit den 8 der Kelchen geklärt. Ja, du wendest dich ab, du befreist dich hier, du wendest dich ab von ja, etwas, was du gehofft hast, das würde mich zu meinen 10 der Kelchen führen, zu meiner emotionalen Erfüllung, das lässt du los. Es erfüllt dich nicht, es tut dir weh. Warum hält man an etwas fest, was noch weh tut? Loslassen und dein Leben transformiert sich. Das ist, was ich sehe. Versuch dich hier loszulassen. Versuch Emotionen loszulassen, Menschen loszulassen, gewohnte Dinge hier loszulassen. Ich sehe hier wirklich eine riesen Transformation, die hier durchkommt. Und weil du hier diese Emotionen hinter dich lässt und dich davon befreist, kommt dieser Schub. Du weißt, was du willst. Weil du weißt, was du ganz insbesondere nicht mehr willst. Deswegen wirst du hier auch die klare Entscheidungen sehen und klare Entscheidungen treffen, die auch die, sag ich mal, Handlungen beinhalten. Na? Für einige sehe ich, es gab hier in der Vergangenheit Rechtsstreits, weil wir haben hier das Gericht oder die Gerechtigkeit hier hinten. Ja? Da sehe ich auch definitiv, okay, dieses Blatt wendet sich, ja? Weil du hier nicht mehr festhältst. Oh, mir wurde so viel Unrecht angetan in der Vergangenheit und deswegen bin ich jetzt hier festgehangen in meiner Situation. Du bist die Herrscherin, du bist die Person, die alles kreiert, egal was dir angetan wurde. Ich sehe, dass du hier wieder erwachst,
Ja, dass dir deine Kraft und deine Macht auch wieder hier bewusst wird. Und wenn etwas, und du hast es so oft versucht, nicht funktioniert und immer auf Widerstand, dann wird es Zeit, davon loszulassen. Dann wird es Zeit, hier eine neue Richtung einzuschlagen mit den 7 der Schwerter. Was hat die 7 der Schwerter hier auf sich, wenn ich schon bei 7 der Schwerter bin? Heide, nein, du. 7 der Schwerter. Du wolltest springen. Wow, klare Grenzen setzen, klare Kommunikation, Grenzen zu setzen, zu erkennen. Ja, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut? Ja, mit der Königin der Schwerter, da ist nicht gut Kirschen essen. Kühlen Kopf bewahren. Ich höre auch hier gerade so, du hast mich einmal verarscht und ein zweites Mal wird nicht passieren. Ja, also wenn jetzt jemand hier zurückkommt, das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Hier hinten sehe ich auch den gehängten Mann. Ja, Perspektivwechsel. Du hältst den Schlüssel selber in der Hand. Du hast dich in dieses Aus versetzt. Du hast deinem Gegenüber diese Macht gegeben. Jemand hat dir Böses angetan, Schlechtes angetan, dich mit Schmutz beworfen. Ja, du gibst der Person aber die Macht. Und das ist, was ich sehe. Dir wird hier bewusst, oh my God, ich hab hier den Schlüssel. Guck mal, ihr habt hier den Schlüssel. Es liegt also in deiner Hand. Es liegt hier in deiner Hand. Und hier kommt nochmal der Ritter der Stäbe mit dem Pagen der Stäbe gepackt. Es liegt hier in deiner Hand. Dieser Drache, ja, wie gehst du mit ihm um? Lässt du ihm machen, was er will? Oder trittst du jetzt endlich mal in deine Kraft und nimmst es in die Hand? Du musst es in die Hand nehmen. Und auch erst, wenn es nur Baby-Steps sind, erstmal dem Drachen gegenüberzustehen, das ist schon mal, wow, das erfordert doch sehr viel Mut, oder? Ah, die Herrscherin würde ich noch gerne klären, für meine lieben Skorpionherzen, die Herrscherin. Was hat das hier auf sich? Die Kraftkarte, deine innere Stärke, deine kreative Energie, deine Power in dir zu spüren. Die Herrscherin ist hier. Du kommst in deine eigene Kraft wieder hier zurück, in deine kreative Energie, in deine Schöpferkraft. Es liegt hier wieder in deiner Hand. Du hast es in der Hand. Hallo Skorpionherzen, ihr könnt sogar den Löwen zähmen. Dann werdet ihr auch mit dem Drachen fertig. Oh mein Gott, wie krass intensiv ist das? Die Gerechtigkeit, dein Leben muss wieder in die Balance kommen. Jemand hat dir Schlechtes angetan, ob es vor Gericht war oder hier rechtliche Angelegenheiten. Das Blatt wird sich wenden, komm in deine Kraft. Du bist nicht das Opfer. Und lass den Täter aber nicht machen, was er will. Weil du bist kein Opfer. Wow. Die nächsten 30 Tage haben es sowas von in sich, meine lieben Skorpionherzen. Ich spüre hier diese Power. Ich spüre hier diese Energie. Ja, gut, kommt alle raus. Und die erste Karte, die sich umgedreht hat, ist dein viertes Chakra, dein Herzchakra. Weißt du, wo deine Kraft liegt? In deinem Herzen. Nimm deine Herzenskraft, um zu manifestieren. Bringe dein Gehirn, dein Herz in Einklang, dass sie für dich arbeiten. Was haben wir hier noch? Der Engel der Balance. Bring dein Leben in Balance. Komm in Einklang mit dir selber. Komm in deine Kraft zurück. Spüre deine Kraft. Lass dich nicht von einem äußeren Umstand aus dem Sockel hauen. Okay? Oh mein Gott. Hier, guck mal. Sieg, Sieg, Sieg. Du wirst siegen. Du wirst siegen. Sobald du in deine Kraft kommst, sobald diese Transformation, dieser Schub kommt, dieses Hinhalten, dieses Ungewisse, dieses machtlos sich fühlen.
Ja, du musst deine Kraft wieder spüren. Wenn ein Mensch dich dazu bringt, dich machtlos zu fühlen, wie viel Macht hat diese Person über dich und dein Leben, über dich und deinen Umstand? Oh mein Gott, Gänsehaut. Ja, Solarplexus. Entweder eins von beiden ist bei dir hier blockiert, Herz oder Solarplexus. Ja, komm in deine Kraft. Solarplexus ist diese Willensstärke, deine innere Power, deine Kraft. Arbeite hier bitte an deinen Chakren. Bring deine Chakren hier in Einklang. Das würde dir super gut tun. Ich biete auch energetische Chakrenbehandlungen an. In meinem Shop kannst du auch einfach vorbeischauen. Aber ich sehe auch, dass sie das schafft. Aber wow, wir haben hier die Sonne. Du badest im Licht. Ich sehe hier wirklich diese innere Fülle, die sich in dir ausbreitet und dein Außen, deine Außenwelt verändern wird, wenn du nicht weiter an deiner Vergangenheit oder vergangenen Geschehnisse, Ungerechtigkeiten festhältst und sagst, oh, mir wurde das angetan, der war so böse, der war so hinterhältig und jetzt bin ich gefangen in dieser Situation und ich kann nichts tun und ich habe schon alles probiert und hallo, das bist nicht du. Man darf fallen, man darf auch jammern, man darf auch sich niedergeschlagen fühlen, aber verweile doch bitte nicht in diesen Emotionen. Verweile nicht in diesem Zustand. Bringe deine Schwingung hoch. Transformiere dich, verbinde dich insbesondere mit deiner inneren Stärke, Kraft, Macht und Fülle. Was ist das bitte hier für eine schöne Legung? Es berührt mich sehr und ich bedanke mich, dass ich für euch legen darf, weil ich spüre das. Ich spüre auch diese Ungerechtigkeiten. Ich sage nicht, jemand hat dir nicht Unrecht getan, aber ich sage, egal was in deinem Leben passiert, es gibt Ungerechtigkeiten auf der Erde, ja? Egal was in deinem Leben passiert, du hast die Macht, das zu ändern. Beobachtungsposten. Du kannst nicht darauf warten, bis die Sterne richtig für dich stehen. Ja? Die Sterne werden hier richtig für dich stehen, zum richtigen Zeitpunkt. Aber komm in deine... Es ist abhängig von dir, ob du dich hier transformierst. Du wirst auch von deinem spirituellen Reich hier beobachtet. Du wirst hier Zahlen erhalten, du wirst hier Dinge erhalten. Du wirst hier gesagt, hey, wach auf. Ja, die wollen deine Aufmerksamkeit, spüre ich. Ja, verbinde dich hier mit deinem tiefen Wissen. Auch wenn du jetzt diese Legung hörst und du spürst, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Ich fühle mich so intensiv angesprochen. Das bist du. Das ist deine Nachricht an dich. Ja, durch mich. Das musstest du jetzt hören. Nein, du bist auf dem richtigen Weg, aber es wird Zeit. Wie viele Zeichen sollen wir dir noch mehr schicken? Skorpion, diese Legung ist ultra, ultra wichtig. Ich spüre hier für einige Skorpionherzen, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass du dich aus diesem Spinnennetz befreist. Aus diesem Spinnennetz, in dem du dich hier verheddert hast. In dieser Verzweiflung, in dieser verzweifelten Energie und diese Energie von, oh, das sind meine Sehnsüchte, ich möchte gern da und da, aber ich bin hier und es ist so weit weg und du bist verheddert und du wartest gerade darauf, dass die Spinne zurückkommt, oder wie? Du bist kein Opfer, wie gesagt. Du bist nicht, heißt es bei Tieren, der Köter oder, du bist nicht der Schmaus von dieser Spinne. Also, dein spirituelles Reich möchte, dass du hier endlich loslässt von Abhängigkeiten. Befreie dich. Skorpion. Wow, ihr kriegt richtig viel von diesem schamanischen Deck hier. Okay, die Weise, und das steckt in dir. Tiefes Wissen, die Weise. Du bist sehr weise, du hast sehr tiefes Wissen. Ich habe auch das Gefühl, für einige euch begleitet das Krafttier Eule, für die anderen der Rabe. Ja,
du hast dieses tiefe Wissen in dir. Spüre rein, insbesondere hier, spüre rein. Verbinde dich mit deinem inneren Wissen. Und wir haben hier den Lord. Übernimm mit Autorität die Führung. Wohin geht's? Es ist dein Leben. Du kommst in die Kraft der Autorität. Du musst jetzt die Führung übernehmen für dein Leben. Und Schutzengel, seht ihr? Skorpion, eure Schutzengel sind da. Eure Schutzengel schützen euch, eure Schutzengel unterstützen dich auf jeden Schritt und Tritt. Du bist nicht allein, du gehst nicht diesen Weg allein. Und die beobachten dich und die wollen, dass du endlich vorankommst und nicht mehr da stecken bleibst, wo du schon länger steckst. Du bist nicht allein. Und wir haben hier großer Lehrer. Lerne aus spirituellen Erfahrungen. Eventuell hast du deine eigenen spirituellen Erfahrungen gemacht. Lerne aus diesen spirituellen Erfahrungen. Ja? Und auch, ich höre hier insbesondere, lerne aus den spirituellen Erfahrungen anderer Menschen. Ja? Daraus kann man so viel lernen. Dann hast du sogar hier den Magic-Hüter. Öffne das Schloss zur inneren Magic. Oh my goodness. Leute, wo ist dieser gehängte Mann? Wo war er? Ich weiß es nicht mehr. War der hinten im Deck? Nein. Ich habe ihn irgendwo rausgemacht. Hier, da bist du. Und der gehängte Mann ergibt auch die drei. Öffne das Schloss zur inneren Magic. Die Karte ist die Karte für mich. Weil das Schloss ist hier. Es liegt in deinen Händen. Da ist der Schlüssel. Und du musst jetzt das Schloss öffnen zu deiner inneren Magic. Was ist das bitte hier für eine Botschaft? Was ist das bitte hier eine Botschaft? Wir haben hier den Gestaltwandler. Verwandle und enthülle deine Gaben. Du hast hier Gaben. Hellsinne, für einige spüre ich ganz stark eure Hellsinne, eure Gaben. Nutze diese Gaben. Greife darauf zu, um dein Leben zu kreieren. Um dich damit zu verbinden. Für einige hier ist auch ganz stark der Wolf. Krafttier. Dann haben wir die Lady. Genieße das Wachstum und ernte Belohnung. Das ist ein Wachstumsschub, was ich schon vorher gesagt habe. Genieße das Wachstum. Und ihr kennt es ja auch, bei manchen Kindern, nicht jedes Kind ist so, aber es gibt ja diese Wachstumsschmerzen. Und wenn Wachstum mit Schmerz verbunden ist, dann ist es, ja, das ist vorübergehender Schmerz. Es wird nicht so bleiben. Also genieße das Wachstum. Du weißt, du wächst gerade. Und das ist auch, was ich spüre. Es kommt mehr die Leichtigkeit. Du kommst aus einer sehr schweren, ich will nicht sagen niedrigen Schwingung, aber halt, es hat dich so runtergehalten, ja? Und jetzt kommt die Leichtigkeit. Jetzt hast du hoch. Jetzt hast du wieder ein bisschen leichter schwingen. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Weil du hier diese innere Magic, das Schloss, da ja, knackst, öffnest, es zulässt, dich damit verbindest. Auf dich wird hier gewartet, meine lieben Skorpionherzen. Und falls sich jemand fragt, wieso einmal ich dieses Sternzeichen release oder mal dieses Sternzeichen, ich wähle immer intuitiv das Sternzeichen jetzt aus. Ich mache nicht das und das muss ich noch machen, sondern intuitiv. Und es kann auch mal sein, dass ein Sternzeichen nicht mit drankommt. Dann habe ich es intuitiv nicht gespürt, dass da eine Botschaft ist. Aber das ist so, wie es in Zukunft sich entwickeln wird. Ich versuche natürlich für alle 12 zu legen, aber ja, wenn eine Botschaft ist, dann möchte ich einfach diese Botschaft übermitteln. Du kannst ja auch noch für dein Aszendent und Mondzeichen schauen, ja? Also, Skorpion, oh, Spiritualität und die 7-7, die 3 und die 7-7. 7 der Schwerter, 7-7, Spiritualität. 7 ist auch eine richtige Glückszahl, ja? Also,
deine Spiritualität, spiritueller Wachstum, das ist gerade was, was passiert. Nicht der körperliche Wachstumsprozess, sondern der spirituelle Wachstumsprozess, der jetzt gerade passiert. Also es wird so ein richtiger Schub sein. Wow, haltet euch fest, meine lieben Skorpionherzen. Die nächsten 30 Tage werden sehr intensiv. Skorpion. Dann haben wir hier den Löwen. Ja. Oh, wie viele Krafttiere hier durchkommen. Löwe, Adler, Wolf. Was kam noch durch? Die Eule, der Rabe. Ich habe auch das Gefühl, du solltest dich mit deinem Krafttier verbinden. Und vor allem hier der Löwe. Ja, der Löwe, das repräsentiert für mich auch immer so diese Willensstärke, diese Kraft. Ich bin mächtig. Ich bin der Löwe. Ja? Spürt ihr die Energie gerade? Ich habe es richtig gerade gespürt. Und das hier ist auch wieder die 7. Deine Macht, deine innere Stärke wächst. Das ist, was ich hier spüre. Deine innere Stärke, Zuversicht. Diese Stärke, die du in dir spürst. Keine Herausforderung ist dir zu groß. Skorpion. Wie schaut's aus bei meinem lieben Skorpionherzen? It's always tea time. Endlose Momente. Ja, also nutze jede Zeit. Sag nicht, oh, erst um 18 Uhr ist Tea Time oder da um 18 Uhr kann ich erst Abend essen. Hast du schon vorher Hunger, isst du halt schon um 16 Uhr. Hast du später Hunger, isst du erst um 8, 9 Uhr was. Ich kenne Menschen, die sogar noch später essen, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber jeder Mensch ist anders. Es muss sich an deine Zeit anpassen, ja? Und für die guten Dinge kann man sich immer Zeit nehmen. Dann haben wir... Ja, heute nasche ich nicht, ja, mit den ganzen Süßigkeiten hier. Halte dich an deinen eigenen Worten. Für einige von euch, ich habe das Gefühl, ihr sagt etwas, aber hält euch selber nicht daran. Und das blockiert euer Halschakra. Oder ihr gebt hier Versprechungen, die niemals so kommen. Ja, also ihr seid hier nicht ehrlich zu euch selber. Oder ihr sagt, ja, ab morgen fängt das und das an. Ab morgen mache ich dies und jenes. Oder nächste Woche. Oder erst wenn ich dann das und das habe, kann ich das und das dann machen. Du musst in dem gegenwärtigen Moment leben. Auch wenn du noch nicht das und das hast, mach es jetzt schon. Was hält dich davon ab, es jetzt zu tun? Versuch in dem jetzigen Moment zu leben. Halte deine Versprechungen dir selber gegenüber. Ganz, ganz wichtig. Wir haben hier auch nochmal Nonsense. Hör auf, Bullshit zu labern. Meine lieben Skorpionherzen, vielleicht wollen das einige von euch nicht hören und ich labere kein Bullshit, aber ja, du bist hier in irgendeiner Art und Weise nicht ehrlich gegenüber dich selber. Du benutzt sehr viele Ausreden, ist das, was ich hier spüre, mit diesem Nonsense. Ja, es macht keinen Sinn. Du belügst dich eigentlich nur selber und du blockierst dich selber dadurch. Ja? Halte dein Versprechen dir selber gegenüber. Finde nicht irgendwie Ausreden, warum du es jetzt doch nicht geht, dich daran zu halten. Es wird Zeit, hier ehrlich zu dir selbst zu sein, weil das verursacht Probleme in deinem Halschakra. Vorsicht! Es wird Zeit, dass du jetzt endlich mal Tacheles sprichst. Es wird Zeit, dass du jetzt endlich mal deinen Worten Gewicht schenkst. Oh mein Gott. Skorpion, wie juicy ist eure Legung bitte? Und ich hoffe, keiner nimmt es mir persönlich. Alles, was ich euch hier mitteile, ist zu deinem Besten. Ja?
Wir haben hier Zwillingsflamme. Ulala. Zu der Antwort auf deine Frage gehört eine spirituell orientierte Liebesbeziehung. Oh my goodness. Für einige von euch, ihr sehnt euch. Das, was ihr euch sehnt, ist eine spirituelle Beziehung, Verbindung, Zwillingsflamme. Das ist so, was ich hier spüre. Deswegen fällt es dir hier so schwer, etwas hier gehen zu lassen. Emotional hängst du hier noch an einem alten Liebhaber. Kläre deine Energie, insbesondere wenn du hier an einem alten Liebhaber, Zwillingsflamme, karmischer Partner etc. pp. Hängst. Kläre deine Energie. Das ist super wichtig. Vertrenne diese Verbindungen. Da biete ich auch Sitzungen an. Eine Sitzung, um eine Verbindung zu einem Ex-Partner aufzulösen, über diese Schnüre sozusagen. Da kannst du auch mal meinen Shop vorbeischauen. Aber auf jeden Fall kläre deine Energie. Es gibt auch andere Wege, wie du es selber machen kannst. Aber ich kann dir das nur hier mitgeben. Bitte deine Engel, alle toxischen Energien zu beseitigen, die du vielleicht absorbiert hast. Insbesondere, wenn es hier um einen Rechtsstreit auch bei dir handelt oder jemand, der dir hier was Starkes, Ungerechtes angetan hat. Kläre die Verbindung zu dieser Person. Hol deine Kraft zurück. Ja, weil ich habe das Gefühl, du hast die Macht an dieser gegenüberliegenden Person abgegeben. Ja, und wenn du an diese Person denkst oder was er dir angetan hat, kommt dann wieder die ganzen Emotionen, Wut und ich fühle mich schlecht behandelt, unfair, nicht gewertschätzt. Die ganzen Gefühle und Gedankensprozesse, die mit dahinter stecken, ja. Deswegen kläre das. Zu einer bestimmten Person musst du das jetzt klären. Das ist super wichtig. Kläre deine Energie. Dann haben wir hier die Eltern. Die göttliche Wahrheit ist, dass deine Eltern dich nach besten Kräften ewig lieben. Die Engel heilen dich von jeglichen Schmerz, der mit deiner Mutter oder deinem Vater assoziiert ist. Du bist gerade hier in einem Heilungsprozess. Für einige ist hier Vater-Mutter-Thematik. Ja, also da wird was geheilt, da wird was aufgelöst. Vielleicht auch für einige kam das auch, dieses Nonsens-Sprechen. Habt ihr von, sag ich mal, von euren Familien oder von euren Eltern hier, dass die selber gesagt haben, ja, morgen machen wir das und selber sich nicht an ihre Worte gehalten haben. Warum hältst du dich an deine eigenen Worte nicht? Ich sage nicht, dass du gegenüber anderen nicht dich an deine Worte hältst. Ich sage nur gegenüber dir selber. Und das ist doch super wichtig gegenüber allen selbst. Dann haben wir hier das dritte Auge-Chakra. Du kannst die Energie der Liebe in all ihren Formen sehen. Zum Beispiel Engel, Auren und Visionen. Du bist beschützt. Einige von euch, ich sehe hier ein spirituelles Wachstum. Einige von euch können hier Auren sehen oder erhalten hier Visionen oder können hier gewisse Formen sehen oder werden hier eine Erscheinung sehen oder spüren, je nachdem. Nicht erschrecken, wenn du das, vielleicht hast du das schon öfters gesehen und gespürt, weil ich sehe, du wirst hier beobachtet, du bist auch umgeben von deinem spirituellen Team. Du darfst wirklich darauf vertrauen, die möchten dich hier unterstützen auf deinem Weg. Ja, die möchten dich hier anfeuern, die sagen, los geht's, benutz den Schlüssel. Das ist so ein bisschen, was die sagen. Okay. Oder die haben dich jetzt hier zu diesem Video geführt, damit du das auch siehst, meine lieben Skorpionherzen, weil das ist so eine wichtige, wichtige Botschaft hier an dich, was du unbedingt hören musst. Wahrer Reichtum. Fülle zeigt sich dir, erkenne sie in deinem Leben. Du bist reich, das habe ich auch schon vorher gesagt. Diese Fülle, diese Stärke, die du in dir spürst und diese Fülle, die in dir liegt. Denn was ist denn Fülle für dich? Ist es nur in Form von Geld? Die Fülle umgibt dich. Die Fülle ist doch schon da. Wenn du einen gesunden Körper hast, bist du schon erfüllt. Ja? Wenn du einen vollen Kühlschrank hast, einen vollen Kleiderschrank oder einen halbvollen Kleiderschrank, ist doch egal. Wenn du was zum Anziehen hast, worauf du schlafen kannst, worauf du essen, das ist doch schon Fülle. Fließendes Wasser. Du musst nicht rausgehen, um Wasser zu holen. Du kannst jederzeit warm duschen gehen. Ist es nicht Fülle? Du hast ein Dach über dem Kopf, du lebst nicht auf der Straße. Ist es nicht Fülle? Was hast du, was dich erfüllt oder was für dich Fülle ist? Ist Fülle nur dein Bankkonto oder dein Geldguthaben? Oder ja, was ist Fülle?
was ist Fülle für dich und zeige Dankbarkeit da auch mehr. Erkenne den Reichtum, den du bereits schon besitzt in dir und im Außen. Dann haben wir hier hinten, überwinde dich. Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Wenn du es aus Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft verloren gehen. Wenn es hier Misskommunikation in Freundschaften etc. gibt, musst du dich hier überwinden. Ja? Und da ist es dann auch wichtig, dass manchmal, du musst dann auch von deiner Seite auf diese Person zu. Wenn die Person dir etwas bedeutet, du könntest hier eine Freundschaft verlieren. Okay, meine lieben Skorpionherzen, ich beende hier eure Legung. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Das hilft dem Algorithmus, auch das Video mehr zu zeigen. Vielen lieben herzlichen Dank für den Energieausgleich. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!